Das ist so nett, das ist so schön. Heute darf ich mal zur Großmutter gehen. Hallo Großmutter. Hallo Martin, schön dich zu sehen. Herzlich willkommen. Großmutter, ich muss dich was fragen. Ja, klein Martin, was möchtest du denn wissen? Großmutter, letzten Sonntag im Gottesdienst, da hat der Pfarrer ein Kind getauft. Mhm. Ein ganz kleines. Ja. Er hat gesagt, das Kind gehört nun zur Gemeinschaft der Christen. Was ist das Christen, Großmutter? Naja, klein Martin, die Christen sind Leute, für die Gott wichtig ist. Ah. Christen glauben an Gott. Großmutter, und warum heißen die dann Christen und Gott oder irgendwas anderes? Ja, weißt du, klein Martin, da hat es einmal einen Mann gegeben, der hat Jesus geheißen. Ja, das habe ich schon mal gehört. Der ist ganz besonders wichtig gewesen, fast so besonders wie ein König. Darum haben sie zu ihm Christus gesagt. Großmutter, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, wenn der Jesus heißt. Warum haben sie da Christus zu ihm gesagt? Ich verstehe, dass dich das ein bisschen verwirrt. Christus kommt aus einer fremden Sprache, aus dem Griechischen. Und das bedeutet, der Gesalbte, der zum König Gesalbte. Und weil Jesus so besonders gewesen ist, haben sie Christus zu ihm gesagt. Jetzt die Christen, also die Christus besonders finden, das sind dann die Christen. So ist das? Ja, genau, klein Martin. Christen glauben an Christus. So, Martin, jetzt muss ich aber schnell in die Küche sausen, um zu schauen, ob der Kuchen schon fertig ist. Ja, okay? Christus, Christen glauben. Was heißt eigentlich glauben? Glauben. Hallo Martin, hallo, servus. Hallo Seppel. Wieso schaust du so nachdenklich aus? Ja, weißt du, ich habe gerade mit der Großmutter über die Christen gesprochen. Weißt du, die glauben nämlich an Christus. Aber jetzt weiß ich nicht, was Glauben heißt. Du weißt nicht, was Glauben ist? Das ist ja komisch. Nein, weißt du wirklich nicht. Weißt du das? Ja, klar, ich weiß das schon. Sag es mir bitte schön. Na, ganz einfach. Wenn ich irgendwo was verliere, zum Beispiel vom Einkaufen auf dem Nachhauseweg, die Kartoffeln, wenn die rauspurzeln aus dem Einkaufssacker, dann muss ich sie wieder einklauben. Seppel, das meine ich nicht. Ich meine nicht einklauben. Die Christen tun nichts einklauben. Die glauben was anderes. Ja, das weiß ich auch nicht, was du jetzt da meinst. Das weiß ich auch nicht. Das jetzt, danke. Für die Seppel, jetzt hast du mir nicht so sehr geholfen. Glauben, was heißt das? Hallo Schneemann, dich gibt's noch. Hallo Martin, ist das heiß hier. Ja, in der Kirche ist eh ein bisschen kühler. Ja, darum bin ich ja hier, ich habe mich versteckt vor der Sonne. Du Schneemann, ich habe eine große Frage. Hast du eine Ahnung, was Glauben heißt? Schwierig. Weißt du, ich glaube, dass es jetzt nicht mehr schneien wird. Okay. Als Schneemann finde ich das wirklich sehr schade, aber ich fürchte, das wird wohl so sein. Und ich glaube, dass bald der Sommer kommen wird. Aber vielleicht auch nicht. Ich glaube, das heißt, ich weiß es nicht. Glauben heißt nichts wissen. So geht das Sprichwort. Aber das ist doch ein ganz anderes Glauben. Die Christen, hat die Großmutter gesagt, die glauben an Gott. Ich glaube, die wissen schon, was sie glauben. Lieber Schneemann, da musst du was ganz anderes meinen. Ja, das glaube ich auch. Aber ich weiß es nicht, wie es heißt. Danke, für die Schneemann. Trotzdem sagen wir alles Gute. Glauben. Was ist das? Wen könnte ich noch fragen? Hallo Martin, Hallo Martin.
Ich muss was lösen. Ich weiß nicht, was Glauben heißt. Ich helfe dir. Ja. Ich weiß alles. Glauben hat irgendwas mit der Kirche zu tun. Ja, das ist ganz sicher so, weil die Christen, die sind in der Kirche und glauben, das passt genau, ja? Ja. Aber was ist das jetzt, Glauben? Ja, so genau kann ich dir das auch nicht sagen, aber es muss was ganz Kompliziertes sein. Mir hat das noch niemand so richtig erklären können. Du Krokodil, glaubst du, das ist schwer, das mit dem Glauben? Ja, bestimmt, Klein Martin. Ganz fürchterlich schwer. Es gibt Leute, die strengen sich mit ihrem Glauben ganz schrecklich arg an und sie schaffen es trotzdem nicht. Und wieso tun dann die Leute das überhaupt? Das verstehe ich überhaupt nicht, versteht ihr das? Keine Ahnung, vielleicht weil sie es so gelernt haben und es nicht besser wissen. Liebes Krokodil, es ist aber ganz schön merkwürdig, die Leute, die sich mit ihrem Glauben anstrengen, findest du das nicht? Ja, darum gibt es auch so viele anstrengend komplizierte Gläubige. Schade irgendwie, finde ich. Danke, liebes Krokodil. Ich glaube, jetzt kenne ich mich ein bisschen aus. Vierti. Anstrengend kompliziert ist Glauben also. Ob das so gescheit ist. Ich glaube, da werde ich die Großmutter noch einmal fragen. Hallo Großmutter. Hallo Martin. Tust du dich auch so schwer mit dem Glauben? Aber Klein Martin, warum soll ich mich denn mit dem Glauben schwer tun? Der liebe Gott hilft mir doch dabei. Aha. Gott mag mich so, wie ich bin. Er kennt meine Stärken und meine Schwächen. Mhm. Gott freut sich, wenn ich mit ihm rede. Mhm. Das heißt dann Gebet. Ah ja, das kennt ich. Ich mache das, wenn ich Sorgen habe. Aber auch dann, wenn ich mich sehr über etwas freue. Okay. Oder wenn ich gerade draußen bin, in der Natur. Wenn ich alte Tiere und Pflanzen, die Berge und Flüsse und Täler sehe. Die Bäume, alle. Ja, dann begegne ich Gott. Mein Glaube wird dann größer und größer. Mein Glaube wächst dann wie von selbst. Was? Das bedeutet, man braucht sich mit dem Glauben gar nicht anstrengen? Nein, Klein Martin, das brauchst du nicht. Gott schickt uns seinen Geist, der uns hilft zu glauben. Das ist aber fein. Aber warum machen dann das die Leute so kompliziert, diese Christen und ihr Glauben? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht meinen sie, dass sie nur dann etwas gelten, wenn sie mit aller Kraft etwas leisten. Mhm. Das müssen sie aber gar nicht. Ah, da haben wir es Kinder vielleicht sogar etwas leichter, meinst du nicht, Großmutter, mit dem Glauben? Weil wir können gar nicht so viel tun. Ja, da hast du vollkommen recht, Klein Martin. Jesus hat das auch immer gesagt, dass mit dem Glauben und dem Vertrauen auf Gott ist an sich eine einfache Sache. Und die Kinder verstehen die Sache mit Gott manchmal besser als die Erwachsenen. Das weiß ich. Du Großmutter, weißt du, ich bete immer am Abend vor dem Einschlafen. Und weißt du, was ich heute Abend zu Gott sagen werde? Nein, Klein Martin, was denn? Danke, lieber Gott, für die Großmutter, bei der verstehe ich alles und ist so nett zu mir. Das ist lieb, Martin, danke dir. Komm, lass uns Kuchen essen gehen. Ja, und für den Kuchen werde ich Gott auch Danke sagen.